Hi Freunde, Modman hier. Hogwarts Legacy ist vor kurzem erschienen und die Open World beschäftigt bzw. fasziniert eine Großzahl von Spielern. Trotz vieler Kritik gibt es eine große Spielermasse, die extrem viel Spaß an dem Spiel hat und das auch zu Recht. Mich begeistert das Spiel sehr, die Grafik, alles drumherum. Also wirklich alles on point. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Multiplayer-Modus. Doch wie sieht es damit aus? Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video. Wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, damit du kein Video mehr verpasst von mir. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Hogwarts Legacy wurde vor kurzem released und eigentlich ist fast alles perfekt in dem Spiel. Wir haben eine große Open World, wo wir eine Menge erkunden können. Wir haben viele kleine Rätsel, wir haben viele große Rätsel, wir haben eine extrem coole Kampagne mit einer extrem durchdachten Geschichte und auch die Nebenquests gefallen mir bisher sehr gut. Das Einzige, was mir fehlt, ist es, mit meinen Freunden zusammenzuspielen. Doch warum funktioniert das eigentlich nicht? Wir haben so viele Möglichkeiten in Hogwarts Legacy mit unseren Freunden zusammenzuspielen, beziehungsweise wir hätten so viele Möglichkeiten, denn aktuell ist noch kein Multiplayer draußen. Doch ich denke, in näherer Zukunft könnte sich das ändern. In näherer Zukunft könnten wir die Welt mit unseren Freunden gemeinsam bereisen. Vielleicht nicht die Kampagne spielen, aber doch durch die Map fliegen und einfach die Map erkunden. Wir können zusammen durchs Schloss laufen, wir können uns zusammen Sachen angucken, wir können vielleicht sogar Quidditch spielen, wenn dafür ein kleines DLC rauskommt. Doch nicht nur Quidditch ist das Einzige, was uns quasi zusammenspielen lässt. Auch Rennen können wir gegeneinander veranstalten. Wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit, bei Hogwarts Legacy kleine Rennen zu fliegen. Ich bin gerade auf dem Weg dahin, damit wir uns das Ganze nochmal angucken können. Und das könnte natürlich auch gegen Freunde sein oder in der Bestenliste. Warum soll man nicht von erfolgreichen Spielen, ich sag's mal, abschauen und einfach dieses Spiel hier auch, ja, wie soll ich sagen, verbessern oder es mit Freunden genießen zu können. Wir haben ja hier die Möglichkeit, auch mit unseren Freunden einfach gegeneinander zu fliegen und hier zusammen bzw. gegeneinander verschiedene Zeiten aufzustellen. Wir haben die Möglichkeit, mit Freunden Quidditch-Spiele zu spielen. Gerade auf der PlayStation 2 gab es ja schon ein Quidditch-Spiel, das man auch zusammenspielen konnte mit verschiedenen Mannschaften. Warum soll das nicht auch im Jahre 2023 passieren? Warum soll man nicht auch hier Quidditch spielen können, seine eigene Mannschaft aufbauen können, zusammenfliegen, gegeneinander Zeiten schlagen können, vielleicht sogar online Bestenlisten bzw. Höchstwertungen aufstellen und so einen großen Wettkampf aus diesem Spiel erzeugen. Doch nicht nur das Fliegen ist das, was mich direkt an den Multiplayer denken lässt. Natürlich auch Duelle oder andere Minispiele geben uns bzw. mir in meinen Gedanken eine Möglichkeit, das Spiel zusammen zu genießen. Duelle, man kennt es aus klassischen Spielen, es gibt zwei Zauberer bzw. zwei Spieler und diese messen sich gegeneinander, wie gut sie gegeneinander klarkommen bzw. wer einfach die Nase vorne hat in einem, ja, wie soll ich sagen, atemberaubenden Duell. Und das Ganze ist ja quasi schon im Spiel entwickelt, das Ganze ist ja quasi schon implementiert. Nur aktuell kämpfen wir nicht gegen unsere Freunde, sondern gegen, ja, NPCs. Wenn wir im Schloss mit Sebastian, war es glaube ich, sprechen, können wir ja schon Duelle machen. Es gibt eine kleine Liga, wo man gegeneinander spielen kann. Und warum soll man das Ganze nicht auch für Spieler entwickeln? Warum soll man nicht eine PvP-Liga machen, wo es ein kleines Ranglistensystem gibt? Warum soll man das Ganze nicht sogar auf die Spitze treiben, 2 gegen 2, 3 gegen 3 Kämpfe abhalten? Und warum soll man das Ganze nicht auch in einer Arena stattfinden lassen? Wir haben hier zum Beispiel das Quidditch-Feld, hier könnte man perfekt 3 gegen 3 Kämpfe machen. Und wir haben schon bei anderen Spielen in der Vergangenheit gelernt, 3 gegen 3 Kämpfe kommen gut an. Wenn ich nur an mich selber denke, an die Spiele, die ich vor kurzem gespielt habe, Elden Ring hat per DLC eine neue Arena bekommen, New World hat relativ schnell eine Arena bekommen und auch das erfolgreichste MMO, WoW, hat eine Arena bekommen, die dazu einlädt, zusammen gegeneinander oder zusammen und gegeneinander zu spielen. Aber nicht nur Rennen, Quidditch-Spiele, Arenen, auch andere Minigames haben für uns haben für mich riesiges Potenzial, um es einfach online zu spielen. Wenn wir uns hier zum Beispiel den
Akio, das Akio-Battle, den Akio-Fanclub, wie auch immer, angucken, dann können wir auch da gegeneinander spielen. Ihr habt es bestimmt schon gesehen, das Minispiel mit Akio, wo ein kleines Feld aufgebaut wurde. Man hat 3 Kugeln und muss da erreichen, vor seinem Gegner quasi die Kugeln einzuholzen, beziehungsweise die meisten Punkte zu bekommen. Aber nicht nur Akio und Quidditch und Duelle sind Minispiele, die ich mir vorstellen könnte. Es gibt so viel Potenzial im Spiel, das einfach nur ausgeschöpft werden muss. Wir haben ganz viele Rätselräume, die man vielleicht sogar nach Belieben selbst gestalten kann. Warum soll man dem Spieler nicht einfach eine Möglichkeit geben, per DLC selber Rätsel zu erschaffen und diese dann von Freunden lösen zu lassen? Auch das haben wir schon in der Vergangenheit oft herausgefunden. Oder warum sollen wir uns nicht selber einzelne Strecken erstellen lassen? Mit Ringen und Bestenlisten. Warum sollen wir nicht uns Ballonstrecken erstellen lassen, wo wir quasi durchfliegen können, wo ich hier gerade die Ballons sehe. Warum sollen wir uns nicht selber kleine Aufgaben stellen können und diese beenden? Ich selber habe für meinen Teil gerade knapp 20 Stunden im Spiel verbracht und habe noch weit nicht alles gesehen. Bis ich das Spiel durchgespielt habe, kommt vielleicht sogar schon der Multiplayer-Modus raus. Ich denke es wahrscheinlich nicht, weil ich relativ schnell bin. Aber irgendwann wird er mit Sicherheit kommen. Und wenn es soweit ist, werdet ihr es als erstes auf meinem Kanal erfahren. Versprochen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, eure Gedanken zum Multiplayer-Modus haben mir gefallen und wenn dem so ist, gebt dem Ganzen nochmal einen Daumen nach oben. Habt ihr selber noch andere Gedanken? Habt ihr selber noch andere Ideen? Schreibt sie doch mal gerne in die Kommentare. Vielleicht kriegen es ja irgendwie die Entwickler auf den Schirm oder vielleicht werden die Ideen weitergetragen und irgendwann umgesetzt. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn das wird mich ordentlich weiterbringen. Ja, das war's mit dem Video. Ich wünsche dir noch eine Menge Spaß in Hogwarts Legacy und auch wenn du mit deinen Freunden gerade nicht direkt zusammenspielen kannst. Ihr könnt parallel an dem Spiel spielen, könnt parallel euch erklären, was habt ihr wo gemacht, wo gibt es welche Sachen. Ihr könnt trotzdem zusammenspielen und das natürlich auch, zum Beispiel auf meinem Discord. Link findet ihr in der Beschreibung, kommt gerne drauf. Ich habe vor, einen kleinen Harry Potter Fanclub zu erstellen und wenn du dabei sein willst, würde ich mich sehr freuen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao!